Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Go, falsches Spiel, zu Pokémon Schild, Epic Fail. Aber hier haben wir unser nächstes Teammitglied, ein Bremover. Es ist ein wirklich sehr, sehr cooles Pokémon und ich bin sehr erfreut, dieses Pokémon in meinem Team zu haben. Es ist Typ, ich glaube erstmal ist es Typ Psycho, aber später noch Fee, irgendwie so war das. Oder erstmal Fee, dann Psycho. Es ist auf jeden Fall in der letzten Entwicklung Psycho Fee, das weiß ich. Und das werden wir ins Team nehmen. Ich weiß, wir haben ja schon ein Fee-Pokémon, aber ich will's haben. Okay, lass mich. Ich darf entscheiden, was für ein Pokémon in meinem Team kommt. Ja? Und Primova ist einfach so ein cutes Pokémon, vor allem die Weiterentwicklungen. Und deshalb soll es einfach im Team sein. Und es ist sogar im Team. Geil. Aber mir fällt mal wieder kein Name für das Pokémon ein, deshalb, ja, ne? So, ein paar Erfahrungspunkte bekommen, ein paar neue Pokémon gefangen, offscreen und Items und so. Und wir haben es auch vielleicht schon gesehen, denn ich sehe anders aus. Ich werde euch mal kurz mein Outfit zeigen. Ich werde erstmal Toxel raustun, weil ich es im Moment nicht haben will. Ich will es erstmal noch nicht haben. Vielleicht schaue ich mich noch um. Und ihr seht, ja, wie ich aussehe. No! Nein, jetzt habe ich die ganze Spannung weg. Aber ihr seht, ich habe ein süßes Swimsuit an. Es wird ja heute heiß. Und da wollte ich mich passend anziehen. Seht ihr, was ich meine? Naja, wie auch immer. Was ich damit meine, es wird heute heiß. Wir werden heute den Feuer-Arena-Leiter bekämpfen. Ups. Yeah, das ist unser Ziel. Also welchen Level... Ups, das wollte ich auch nicht. Welchen Level ist denn eigentlich unser Primova denn hier? 25? Ich würde eigentlich in dieser Arena erstmal nur meinen Wasserstarter behalten und Primova dann demnächst ein wenig trainieren. So. Wir sollen uns im Knospi-Inn treffen. Bevor ich das mache, gehe ich einmal ganz kurz im Pokémon Center, um meine Pokémon Schnurschnecks zu heilen. Das wäre für mich ganz sinnvoll. Könnte ich bitte rein? Danke. Hi. Ich könnte die Tasche leider nicht abtun. Und den Handschuh habe ich ganz vergessen tatsächlich, lol, aber ist auch nicht so wichtig. So sieht bisher unser Team aus. Und Primova entwickelt sich tatsächlich erst sehr, sehr spät. Leider. Ich glaube 40 oder so erst. Also nicht so geil. Naja, ist dann wohl mal so. So, ich hoffe, das geht alles ganz schnell mit der Feuerarena. So, erstmal mal schlafen. Oh, Mary. Heißt sie so? Mary? Ich glaube, sie heißt so, oder? Oder im Englischen heißt sie auf jeden Fall Mary. Oder hier auch. Hallo, Michael, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Oh, klar doch! Oh, was ein Kampfgeist! Oh, Team Hell, ja. Dachte ich mir. Gegen Mary! Mit Team Yell im Hintergrund. Ein Gebunkel. Okay. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Aber ans Verlieren denke ich ja eh nicht. Tja. Du wirst aber verlieren. Das kann ich dir schon mal sagen. Du wirst aber eh nicht auf mich hören. Ach so! Oh, Gebunkel, so ein Dreck. Weil ich mit meinem Pokémon nichts machen kann. Beziehungsweise ich kann Klaps machen, aber ich weiß nicht, ob das viel Schaden macht. Wahrscheinlich eh nicht, oder? Naja, komm. Reicht aus. Muss ich immer nicht wechseln. Verdammt, das macht doch echt viel Schaden, du. Schlecht ist sie nicht. Das muss ich ja lassen. So, ich bin da übrigens auch gespannt. Oh Gott, was? Ein Volltreffer, ja Mann! Ich würde sagen, ich bin auch gespannt, was die nächste Arena auf uns, wo die nächste Arena auf uns warten wird, das wollte ich sagen. Ja. So, Evoli hat schon ewig nicht mehr mit bei uns gekämpft, deshalb darf Evoli auch mal wieder ran. Evoli! Ja, Evoli ist schon richtig aufgeregt. Und setz Ruckzuckiebein! Und besiegt die Bunke! Die Menge springt hoch! Für mich.
Zorokex? Ja, genau, den so ein Zorokex hat. Hab ich auch schon nicht mehr gesehen. Na, wie geht's, Kumpel? So, ich würde gerne beleben. Obwohl, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Glaube ich. Biss! Ist Gestein, glaube ich, oder? Ja, ist Gestein. Hm. Oder irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall war ich nicht gut mit meiner Attacke. Ja, lassen wir's. Routine, glaube ich, mehr Chancen in diesem Kampf. Gegen Zorokex. Naja, wechseln wir mal kurz aus. Die Musik ist nicht schlecht. Die gefällt mir tatsächlich sehr. Krass, Mixer! Oh Mann! Ey, die ist echt gut. Fuck. Die ist echt gut. Das macht mir ein wenig Angst, um ehrlich zu sein. Oh, die hat doch auch einen Volltreffer bekommen. Warum kann ich dann nicht einen bekommen? Mimimi. Jetzt reicht's mir. Kanon! Nein, ich hab das nicht erwartet. I never saw it coming. Jungs und Mädels, was ist denn das hier für ein Blödsinn? Jetzt geh baden in meinen Blättern. Aua, das macht Schaden. Lass das bitte. Ich muss eh so oder so nochmal ins Momentaner gehen. Okay, hab ihn. Down mit einem Volltreffer sogar. Und was ist der letzte Pokémon? Ein Morpeko, stimmt, natürlich. Es wäre ja irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Darum gebe ich jetzt noch mein Bestes. Finde ich gut. Nur, oh, ich wollte sagen, nur es ist eh vorbei für dich, aber 26. Ich glaube, diese Attacke bringt mir meine Gefühle zum Ausdruck. Was meinst du? Bis? Soll das heißen, du willst mich beißen, oder was soll ich damit, was soll ich dadurch interpretieren? Ich bin dumm. Was? Oh Gott, es wird wütend! Schnell weg hier! Bevor es noch ausrastet, Zwollock! Du musst mir mal kurz unter die Arme greifen und dieses Vieh ausradieren. Gut, es schläft noch. Es schläft noch, Leute. Es schläft noch. Und es hat sich wieder zurück verwandelt zu der normalen Form. Schläft tief und fest. Und wir machen Doppelkick! Bam! Effektiv! Bam! Effektiv! Noch ein Doppelkick und es ist down. Aber jetzt ist es auf einmal wütend. Oh no, oh no, oh no. Aber jetzt aufwacht. Aber es tut es nicht. Sorry, Mary. Wir sind nun mal stärker. Gewonnen. Juhu. Und Level Up für Zwollock und Ivoi. Habt ihr euch richtig verdient. Mädels. Lass mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Tja. Oh, wie die traurig sind. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Beko. Okay. Am nächsten Morgen. Oh, ich wurde geheilt, dankeschön. Sehr nützlich. Am nächsten Morgen. Morgen, Maike. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Liga-Karten gegeben. Hier noch eine. Danke. Nehme ich gerne an. Oh, und das kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Zwei Feuerheiler, dankeschön. Brauchst du nicht, aber egal. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Elternstadion und schnapp dir den Feuer an. Beko! Oh, die ist nett. Dankeschön. You are very nice person. Na, hau.
Oder Arena Challenger, von dem alle reden. Kabel ist echt drauf, du willst also mit Kabel aufnehmen, dann viel Glück. Ja. Zeig allen, wo der Hammer hängt, werde ich. Pokéball, Superball, was? Okay. Was geht? Wird er nicht ernsthaft kämpfen, oder? Da bist du ja endlich, Michael. Ich habe mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Oh. Aber ich weiß jetzt, warum Gabo von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Oh, ignoriert einfach die Batterie. Aber keine Sorge, Michael, ich habe Gabo besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Danke für diese tollen Worte. Das schaffen wir mit links und mit rechts. Du bist doch gerade weggegangen. Hopp. Hey, Michael, bei meinem Kampf gegen Cabo sind echt die Funken geflogen. Okay, Spielfehler, cool. Willst du einen Versuch wagen? Ja. Okay, in die Mün- ich will aber so aussehen. Schade. Sorry, Boys. So. Auf zur Challenge. Und das werden wir noch in dieser Folge schaffen. Definitiv. Oh. Interessant. Ich weiß nicht, was hier auf mich zukommt. Werden wir ja jetzt erfahren. Bei der Arena-Mission der Feuer. Das Feuer erinnert, dass Kabo musste in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt. Gefangene Pokémon geben zwei. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Denk nochmal nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuch so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt und ich habe nicht eingekauft, merke ich gerade. Verdammt. Egal! Wir schaffen das! Pokémon fangen ist meine Spezialität. Oh, ein Lichtel. Wie süß. Hilft mir ja. Danke. Oder so. Warum hilft sie mir? Mit so einem Kaugummi-Pokémon. Nein, ich hab's besiegt. Hätte ich es gefangen, hätte ich 2. Oh, wie süß das so geguckt hat, als es besiegt wurde. Oh Mann, das tut mir so leid. Michael hält einen Punkt. Okay, die hilft mir hier. Was gibt's denn hier? Vulpix, ein normales Vulpix. Ich bin aber nicht ganz so krass. Oh, Klaps muss ich hoffen, dass das okay einen Schaden macht. Okay, macht es, macht es. Gut, 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 gut. Okay. Okay, cool. Turbodreher, ja, macht gut Schaden, ja, genau. Und ich fange es dann für dich ein, mein Freund. Man versteht sich, ne? Ich fange es für dich ein, ne? Nein, für mich natürlich. Das ist mein! Mein Vulpix. Yeah. Da, dumm. Yeah. Nein, ich will es keinen Spitznamen geben. Ja, in PC-Box natürlich. Okay. 2 Punkte. Okay, ich habe jetzt 3. Was gäb's hier? Lichtel will ich aber auch noch fangen. Oh, das Kaugummi-Pokémon! Thermopod! Das hat sogar eine. Als Weiterentwicklung hat es sogar eine Geiger Dynamax Form. Die sehr episch sein soll. Für mich sieht es einfach aus wie so ein Kaugummi, okay? Lasst mich. Was? Wieso bin ich zurückgeschreckt? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab mir wie Selbstschaden gemacht. Hä? Wieso ist das denn? Klaps. Okay, jetzt Klaps. Abschiebe. Klaps, klappt. Oh nein, ich bin am Verbrennen. Warum? Ich bin noch ein Wasser-Pokémon. Wieso geht das überhaupt? Ah, nein. Kacke. Nein. Aua, Verbrennung. Egal, ich muss es nochmal. Und warum hilft er mir hier nicht? Neben mir. Ich mach so wenig Schaden, aber ich will keine Wasserattacke einsetzen. Ich will es fangen. Ich will es unbedingt fangen, weil das richtig cool ist, das Pokémon. Okay, es greift auch Molunk an. Und nicht nur immer mich. Aber ich habe das Gefühl, ich muss gleich ein Beleber leider benutzen müssen tun, was ich nicht so episch fände. So, zumindest hier
Komm, ich mach ein, zwei Schläge noch. Volltreffer war das. Oh, Ein Volltreffer. Wir versuchen es mal zu fangen, würde ich sagen. Mit einem Superball. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, ja, ja. Oh, hat geschüttet. Ach, das war ein Superwurf. Die gibt's ja auch wieder. Die kommen richtig selten mal vor. Da hat man das Pokémon nämlich nach einem Schütteln direkt gefangen. Thermopod, ja, ist halt ein Kaugummi, ne? Gummipot. Pass. Cool, cool. Herzlichen Glückwunsch zu der Leistung! Oh, ich bin noch nicht fertig, ich bin Lächtel. Mann. Carbos Arena-Mission wurde folglich bestanden. Wir haben eine Gewinnerin. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena der Carbo an. Auf geht's, Arena Challenger. Okay, ist ja mega einfach. Aber es geht los. Aber bevor es losgeht, sollten wir uns heilen. Ich hab. Oh, Feuerheiler. Dringend. Wo ist der? Hier. Verbrennung wurde geheilt. Nice. Mein letzter Supertrank. Ich habe nämlich keine gekauft, weil ich dumm bin. Ah, Gott. Abspeichern nach vor jedem Arena-Leiterkampf und ich bin ready! Let's go! Sitzt auch meine Frisur? Ja, ich denke schon. Wo ist sie denn? Ist neben mir! Na dann. Die Arena sieht sick aus. Alle in Rot. Fast alle. Manche sind auch so in leicht pink, glaube ich. Willkommen, ich bin Carbo, der Feuerarena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen und noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Okay. Das wäre ich. Bam, 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 bam. Gegen Vulnuna wird es kein Problem für mein Wasserstarter. Yeah. Du hast keine Chance gegen mein Flagleon, denn es ist so episch und so OOP. Ich bin einfach schon Level 31 und du, was bist du bitte? Ein Opopopo. Ein Opopopo. Oh, die Musik hat sich jetzt schon geändert. Nur weil ich ein Pokémon besiegt habe. Och Mann, wie lame. Ja, komm, Bedroher ist egal, ey. Wie nicht Bedroher, hallo. Die erste Phase von der Musik finde ich am geilsten. Ich bin so OP, Alter. Nice, sogar Level Up. Nice, nice, nice. Synthese. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, aber... Wie du meinst, ne? Ja, gerne. Wie stark ist denn das? Ach so, ist ja eine Heilattacke. Ich bin dumm. Ja, machen wir erstmal Baumwollsaat. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist nicht so schlimm. Was denn pro Pokémon dein Inferno-Pots? Ach, gar nichts das. Na los, Carbo, so nach einer zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Ja, dann mach das mal. Das ist die Weiterentwicklung von dem Kaugummi-Pokémon, was ich meine. Und das hat eine Giga-Dynamax-Form. Die werden wir sehen, aber er wird auch meine Flut sehen. Oh ja, er hat gar nicht gemacht. Oh nein, das war dumm. Er hat seine Form nicht gezeigt. Jetzt habe ich es im Video nicht drin. Ich dachte, der macht seine... Oder bin ich einfach nur vor ihm dran?
Ich bin ein Emo. Oh, da gemacht. Zeit für einen Giga Dynamax Inferno Pod. Werde größer und ändere deine Gestalt. Oh, wow. Oh, wow, wow. Oh Gott, guckt euch das an. Ein Drache. Wie es aussieht. Es sieht aus wie so ein Drache. Nur ohne Flügel. Und ich mach dich down. Und das war eine seltsame Animation, aber egal. Und was, er lebt noch? Yo, der will echt Stress. Oh Gott. Oh, es fängt an zu regnen wegen mir. Deiner Schwarm. Aua, aua, aua. Was? Verdammte. Zurück. Deiner Flut nochmal. Ja, okay, das ist irgendwie schlecht mit der Animation, aber passt schon. Wir haben gewonnen. Wie erwartet. Es explodiert und es ist besiegt. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Oh, wow. Oh, wow, wow. Juhu! Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Epic. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe auch ich noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Easy peasy lemon squeezy. Und das war irgendwie nicht synchro, danke, sorry. Bis Level 35 kommen wir nun. Das ist nicht viel. Ich hoffe, die vierte Arena ist auch genauso schnell wie diese. All bisher. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Gala sind. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Dankeschön. Wieder hier mit dem Outfit. Was für ein Kampf, Maike. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Fleckleon gewinnen würdest, aber... Mann, war das aufregend. Oh ja, woher weißt du das? Sehr beeindruckend, Maike. Jetzt hast du also schon den Pflanzen, Wasser und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese Termen, bitteschön. Ehrlich, dankeschön. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Cabos Uniform. Ja, danke. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Redeleitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Naturzone? Das ihn gehört, auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Mag sein. Warum geht's in der Naturzone weiter? Das gibt gar keinen Sinn in meinen Augen. Aber okay. Komm, wir gehen, Maike. Okay. Hoch. Der Arena-Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden? Wow. Ha, ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass Sie der nächste Champ, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpfen haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, da ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt.
Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugzeug hier so schnell da war. Maike, hopp, meinen Glückwunsch. Reife Leistung gegen Cabo zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arenaleiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat. Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Oh Gott, cringe. Hopp, hopp, hopp. Unser Hopp ist total hopp. Und Maike ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Da ging sogar meine Batterie aus. Die Arenaleiter, die ich ab jetzt erwarten haben, ist ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Maike. Klaus, in die Weiter auf uns. Stimmt. Tschüss. Nettes Comeback von denen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Nach Claw City. Naturzone. Und ich mache immer privat ein paar Raids. Ihr habt ja gesehen, wie das ungefähr funktioniert. Und daher mache ich es immer privat ein wenig manchmal. Da hast du uns wieder in Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Aber ich werde alles skippen. Claw City liegt irgendwo da drüben, Maike. Ach da! Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, können wir uns hier auch gleich stärker Pokémon schnappen. Na, am Fahren. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Ja, Arbeit. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem, ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn ein Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala. Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es hier gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schlechtchen du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Maike kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du es einfach schon wieder vergessen? Wenn du so schwach für meine Rivalin bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du von Maike und dem Champ. Von Maike und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das ganze Abend, los, jetzt wird gekämpft. Maike, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Okay, danke. Und es ist ein wenig kalt mit meinem Outfit. Schnell was Bequemeres rein. Besser. Schön Pony hinten. Heute können wir ein paar Watt snacken. Nice. Oh ja, guck dich die Grafik an. Und wenn, oh, by the way, der rechte Stick, der macht einfach die Kamera in der Naturzone rauszoomen, tun. So, ja. Nochmal da. Mehr nicht. Jo, was geht? Wenn du die Brücke überqueren willst, wird's krass, sag ich dir. Was krass dran ist, willst du wissen? Tja, die Pokémon, die da leben, sind krass stark. Ich sag dir, wenn du nicht mindestens ein paar Ohren hast, wird bestimmt auch nichts draus, die zu fangen. Okay. Wenn du so sagst. Durch die Brücke. Engine Flussufer. Da war Relaxo! 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 Ich will's fangen. Wow, es wirkt extrem stark. Was? Oh nein. Bin ich noch zu schwach? Kann ich es noch nicht fangen? Noch nichts. Uff. Ist über meinem Ordner. Ordenlimit. Nicht Ordner. Orden. Mein Orden ist nicht hoch genug. Der geht ja nur bis 35. Und hier ist gerade ausgegangen. Super. Oh Gott. Kein Pokémon bitte. Danke. So. Ich zoome mal ein wenig raus. Dann sehe ich ein wenig mehr. Ich bitte die Geräusche im Hintergrund zu entschuldigen, falls man das hören sollte. Und irgendein Pokémon ist mir gerade auf den Weg gelaufen. Es ist ein Reißlaus. Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall. Cool? Cool. Ja, ja. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich will den verloren. Gib ihn mir. Da ist ein Geradax. Cool, cool. Mhm. Ich denke mal, wir müssen einfach in die Richtung weiter. Und da ist ein... Ich hätte fast das Geradax, das Zigzag überfahren. Was bin ich denn für ein Mensch, ey? Meine Güte. Ich bin auch schrecklich, ja.
So, lasst mich in Ruhe. Danke, tschüss. So, auf geht's. Noch schneller, 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 schneller. Da hinten sehe ich schon die Stadt. Wir wollen dahin. So ein paar Watt snacken. Und dann let's go, wenn wir in der nächsten Folge vielleicht sogar schon was dort erreichen können. So ein paar Beerenbäume pflücken. Und dann werde ich privat offscreen dahin rudern. Oh, Schlaraffel, die Weiterentwicklung von Raffel. Cool. Dass ich die auch mal sehe. Sieht sehr lustig aus. Cool, cool. Nicht schlecht. Oder was meint ihr? Wenn ihr die Folge auch nicht schlecht fandet, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Abo, Glocke an, damit ihr nichts verpasst. Vielleicht sogar teilen das Video, wenn es euch so sehr gefallen hat. Ich weiß ja nicht. Kann ja sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Schild. Haut rein und ciao, Leute. Was ist gerade aus dem Raum rausgekommen? Habt ihr das gesehen? LOL.